Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück zur Live-Sendung im Living Room mit dem Panda-Band-Rapper Crow. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle deutschen Zuschauer. Joyce Germany guckt nämlich in diesem Augenblick auch mit. Und lieber Crow, glaub mir, du willst nicht wissen, was hier drin ist in der Box. Mach das, mach mir dann später. Ich will unbedingt wissen. Ja, jetzt natürlich schon, weil ich dich so ein bisschen geteased habe. Ich will unbedingt wissen. Das werden wir dann im Verlauf der Sendung noch auflösen. Okay. Wir haben noch ein paar Fragen von den deutschen Joyce-Zuschauern gekriegt. Und die wollen wir jetzt auch noch behandelt haben. Nämlich eine Frage ist, gleich zum Anfang, würdest du dich jemals in einen Fan verlieben? Und wenn ja, was müsste das für ein Typ sein? Ich habe mich in alle meine Fans verliebt. Woo! Oh, okay, gleich so, gleich so. Natürlich bist du glücklich mit einer Panda-Bärin und so, aber was muss da für ein Typ dabei sein? Na, also, rote Schuhe? Also so äußerlich stehe ich ja total auf groß und schlank. Oh, okay, das kann man auf nachvollziehen. Bildhübsch mit solchen Lippen. Und roten High Heels entsprechend. Und ja, rote High Heels. Genau, et voilà. Bitteschön, liebe Christina, können wir noch ein paar Fragen mehr kriegen? Ich esse auch gerade nur die roten Gummibärchen. Ist okay. Ja, du darfst alles machen, nur ja. Immer rote Gummibärchen. Du darfst alles machen, ja. Ist kein Problem. Das sind die besten. Wie sieht ein ganz normaler Tag bei dir aus? Was tust du da so? Es kommt jetzt drauf an. Was für ein Tag? Ja, normaler. Also so ein Tag wie heute, der ist aufstehen um 8, von Interview zu Interview rennen. Was natürlich alles Spaß macht. Ne? Boom. Und ist ein guter Tag heute. Heute ist echt ein guter Tag. Wirklich ein guter Tag. Und aber wenn ich zu Hause bin, dann aufstehen, Kaffee machen, in Boxershort an die Maschine hinsetzen und erstmal Musik machen. Mhm. Und ganz viel Zucker in den Kaffee, ne? Ja. Du bist so einer. Ne, nicht ganz viel. Unglaublich, aber wie viel aber Zucker Löffel, das denn ne? So Tee und Kaffee? Hey, das war nur ein Löffel, was geht? Ja, aber komm schon. Ein so Löffel. Eine Tasse, weißt du? Ja, das war echt eine kleine Tasse. Bitteschön, Christina. Ja, mit wem würdest du gerne ein Lied machen? Mit Michael Jackson. Schade. Müssen wir leider so stehen lassen. Nächste Frage. Was haben wir noch? Welche Kleidergröße trägst du? Pullis L, Shirts L, Hosen sind, glaube ich, 30, 34. Ziemlich kleiner Knackarsch. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ja, das ist nicht so. Was hast denn du da? Ja, wahrscheinlich 32. Ich kenne mich nicht so aus mit Größen, aber irgendwas ist mit 32, glaube ich. Nö. 30, 32 ist möglich? 33, 32? Sowas kann sein, ja. Schuhe habe ich. Hast du jetzt gerade gesagt, ich habe einen fetten Arsch? Ja. Schon, hä? Aber noch so einen guten wie J-Lo, so, weißt du, so fett, aber gut. Stimmt, ja, stimmt. Schuhe habe ich 44 circa. Manchmal 43,5, manchmal 43, manchmal 44,5, aber 44. Das ist eine der häufigsten Fragen, die wir hier kriegen. Übrigens weiß ich auch nie, welche Schuhgröße ich habe. Ich stehe so rum im Laden und denke so, was habe ich eigentlich für eine Schuhgröße? Sodass mir schon empfohlen wurde, mir die Schuhgröße hier hin zu tätowieren. Ich glaube, das mache ich. So ein Kreis mit so einer 10 drin. Aber ist das nicht auch ein schönes Gefühl, wenn so eine mütterliche Schuhverkäuferin kommt und dann so rumdrückt an deinen großen Zeh, sagt, spüren Sie das? Spüren Sie das? Spüren Sie das? Nee, die sollen bloß aufhören, auf Schuhen rumzudrücken. Oh, sorry, habe ich jetzt voll... Nein, nee, ist cool. Du darfst es. Yes, okay. Zeit für noch zwei Fragen. Nee, und für zwei Gummibärchen. Ja, genau. Du kannst essen, ich stelle die Frage. Die Kim Quest, sie fragt, findest du dich denn selber schön? Mm-mm. Was glaubst du, warum ich eine Maske trage? Clever. Understatement, sagt man dem. Understatement. Easy. Und jemand hat auch noch gefragt, wurdest du schon mal angesprochen auf der Straße, als du die Maske nicht aufhattest? Erkennt man dich da? Noch nie im Leben. Nee, Quatsch. Und wie reagierst du denn da? Nee, also ganz selten. Wirklich, vielleicht, das kann man an einer Hand abzählen. Vielleicht 5-mal. Und dann aber auch nur, wer die hat es irgendwie an den roten Schuhen erkannt hat, die ich 10 Minuten davor irgendwo anhatte. Und ist echt selten. Und dann bin ich eigentlich ganz cool, weil es ist so selten, dass man eigentlich ganz gelassen reagieren kann darauf. Hm. Drum holen wir dich auch gleich mit dem Helikopter dann wieder ab, ja, und bringen dich zurück nach Stuttgart. Mich in der Gummizelle zurück, genau, nach Stuttgart, dass auch niemand an mich rankommt. So ist es. Willst du noch einen kleinen Gruß machen an die deutschen Joyce Germany Zuggucker? Ja, Gruß. Lieben Gruß aus der Schweiz und wir sehen uns bis bald mal. Tschüss zusammen. Zeit für eine neue Frage aus dem Publikum, aus dem Schweizer Publikum wieder. Ja. Guck mal. Wer hat unbedingt Bock? Ihr müsst den Namen sagen. Alessio! Wer ist es?
Arnesa Miftari. Arnesa Miftari, wo ist der Freudenschrei? Wo ist der Freudenschrei da? Hä? Wo ist er? Ganz vorne. Jetzt deine Frage an den Carlo. In deinem Album, welches Lied findest du wird ein Hit? Welches Lied wird ein Hit? Da lege ich mich doch gleich mal so hin. Boah, das kann ich nicht so sagen. Für mich persönlich fand ich Traum gerade so ein Hit. Deswegen dachte ich, der muss raus. Den müssen wir releasen. Und dann hätte vielleicht noch Melodie die Chance. Hey Girl ist für mich. Erinnerung ist so. Also eigentlich die, alle, oder? Ja, ich weiß, es gibt viele, ja, die ich denke, so, die sind geil. Aber ja, am besten finde ich vielleicht. Was ihr kennt alle noch nicht, ne? Aber was bald. Was ist denn dein Lieblingslied von Crow? Ja. Darfst du auch so easy sagen, wenn du darfst willst. Darfst auch lügen. Alle. Alle. Oh. Perfekt. Du denkst genau gleich wie ich. Wir denken genau gleich. Sie könnte deine Managerin werden. Ja. Die findet alles gut. Das ist gut. Voll gut.